Der Name Josef Baling ist in ungarndeutschen Kreisen wohl bekannt. Nach der Wende stand er zunächst an der Spitze der Gründung deutscher Zivilvereine im Komitat Branau. Dann bekleidete er wichtige Posten in der neuen Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen. Und ihm ist auch die Entstehung des Vereins Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen zu verdanken. In den 90er und in den 2000er Jahren war er oft auch in unseren Sendungen da. Erinnern wir uns nun anhand des Archives an ihn. Ich habe mein ganzes Leben für das aufgekuppelt. Ich war aber ein Bauer. Ich hatte keine Musikschulen mitgemacht. Ich habe mich selbst ausgebildet. Ich wollte alles wissen, was in der Musik steckt, was der Grund ist. 2001. Der Kapellmeister und Komponist, der Dirigent der legendären Haschada Blaskapelle, Konrad Freitag, wird in seinem Heimatdorf ausgezeichnet. Er hat uns seine Werke, Märsche, Polkas, Mazurkas, Walzer, geschenkt, um sie im ganzen Land zu verbreiten. Konrad Wasch, ich verspreche Ihnen, nicht nur hier, im ganzen Land wird man Ihre Musik spielen. Für hervorragende Leistungen in der Pflege und Bewahrung der Sprache und Kultur der Ungarndeutschen erhält Josef Baling im Jahre 2001 den Nikolaus-Lenau-Preis des Fünfkirchner Nikolaus-Lenau-Kulturvereins. Der aus einer Fecke der Tischler-Dynastie stammende Josef Baling hat die Familientradition aufgegeben. Er hat ein Lehrer- und ein Agrarstudium absolviert, aber auch sein bisheriges Leben verlief im Zeichen des Journalismus. Er arbeitete beim Komitatesblatt Dunántúli-Napló. Aus der Redaktion ging er als stellvertretender Chefredakteur in die Rente. Er war landesweit und auch in der Branau der große Organisator. Er hat sich ziemlich spät ins ungarndeutsche Geschehen eingeschaltet, dass er aber in kurzer Zeit zu einem der Fackelträger unserer Volksgruppe wurde, ihr Miterwecker und Organisator in der Branau, ja im gesamten Südungarn. Baling war Mitbegründer des Lenau-Vereins, Manager des Aufbaus vom Lenau-Haus, Organisator der ungarndeutschen Vereine in der Branau, später Wegbereiter und Helfer der örtlichen deutschen Minderheitenselbstverwaltungen und der Landesselbstverwaltung. Er gründete den Landesrat ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen und organisierte die deutschsprachigen Messen in Fünfkirchen. Spät einschalten oder früh einschalten, das ist wiederum eine Frage, worüber man sich unterhalten kann. Ein jeder Familienvater, ein jeder Mann hat die Aufgabe, erst für seine Familie zu sorgen, also eine Existenz aufbauen. Hätte ich das nicht getan, hätte ich alles, was da später geschehen ist, nicht tun können. Also man baut sich ein Ansehen auf, einen Einflussbereich auf und den kann man dann nützen. Man arbeitet ein Leben lang in der Öffentlichkeit. Journalismus bedeutet, auf alle Fragen aufzupassen, Antworten zu suchen und so weiter. Wenn man mich angesprochen hat, etwas beihilflich zu sein, auf dem Minderheitengebiet, ich habe mich gemeldet. Ich war eben in der Lage, dass ich mehr Zeit machen konnte. Und ich bin eingestiegen, ich schaute mich um. Wie die Möglichkeit war, haben wir angefangen, Verein um Verein zu gründen. In der Branau haben wir heute beinahe 50. Und die Vereine waren die Garantie wiederum dafür. Sie konnten die Kandidaten stellen bei der Minderheitenselbstverwaltung wahlen, dass wir in der Braunau die meisten hatten. Josef Baling blieb als Journalist, als stellvertretender Chefredakteur, als Vorsitzender von Komitates- oder Landesorganisationen der Ungarndeutschen stets ein Fecker der mit Herz und Seele. Gibt einen Kindern eine Heimat. Die Kinder zerstreuen sich, die kommen in die große Welt hinein. Und wenn jemand keine Bindung hat
auf einem festen Platz. Der ist in die Welt zerfallen, der ist unglücklich oder er hat keine Haltung. Denn das Heimatdorf, das fordert, das gibt vieles, aber das fordert auch. Und man muss sich sehen lassen können. Du kannst nicht irgendwo nach Fekert kommen, du bist der Lump. Die nehmen dich nicht ein. Du musst etwas aufweisen. Die alte Heimat ruft.